Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Es ist wieder Donnerstag und wie jeden Donnerstag muss ich vorkochen. Ist ja klar, es ist zwar jetzt erst Nachmittag, noch nicht mal 4. Aber ja, Isabel und Raphael haben nachher Training, also vorkochen. Ich habe lange überlegt, was soll ich denn jetzt kochen? Die Kinder meinten Nudelsuppe. Aber bei Nudelsuppe ist das so eine Sache, die muss man gleich essen. Sonst quellen die Nudeln auf. Ne? Das ist klar, wenn die jetzt hier 2 Stunden steht und dann nochmal aufgewärmt werden muss, dann sind auch da solche kleinen Muschelchen fast solche Dinger. Ne? Und das mag ich nicht so ganz. Die sind dann auch so labberig. Ja, deswegen habe ich mir überlegt, ich mache heute eine bunte Bohnensuppe. Warum bunt? Weil ich dazu nicht nur weiße Bohnen nehme, wie ich in einem der Videos schon mal gezeigt habe, oder nicht nur die Bohnen, die grünen, die ich auch schon mal gezeigt habe. Ich nehme beides. Ich hätte am liebsten sogar noch die roten, also die Kidneybohnen reingeschmissen. Aber Raphael und Isabel, wir mögen die roten Bohnen nicht. Naja, okay. Die mal mögen deswegen auch eigentlich an sich sehr gerne Chili con Carne, aber essen das doch nicht so ganz, weil der Bohnen sind. Ne? Also das ist komische Leute sind diese Kinder manchmal. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt die Suppe. Damit, wenn ich dann wieder komme mit Raphael und Isabel vom Training, mit Raphael, wir auch was Fertiges zum Essen haben. Ja, Geschirrspüler läuft. Hier riecht es gerade so lecker nach Popcorn, weil Raphael und sein Kumpel einen Film gucken. Ja, und Film gucken wie im Kino, ne, muss man ja mit Popcorn. Also, ich habe solche für die Mikrowelle, gibt es immer wieder bei Lidl im Angebot. Habe ich da jetzt immer liegen und die haben sich jetzt gerade in der Mikrowelle hier direkt vor meiner Nase Popcorn gemacht. Ja, so, das Wasser im Topf steht schon. Ich denke, ich lege mal los. Ja, und als erstes brauche ich natürlich Kartoffeln. Bei mir, ich glaube, ich habe so gut wie gar keine Suppe, in der keine Kartoffeln drin sind. Irgendwie, ja, Gewohnheit von früher. Habe ich das dann immer so gemacht, als Sättigungsbeilage sozusagen. Ich habe jetzt zwar den großen Topf genommen, aber werde jetzt nicht voll machen, wie ich sonst mache, wenn ich für 2 Tage koche oder für... Ja, mitzunehmen für Christian zur Arbeit. Morgen ist ein kurzer Tag. Ich glaube nicht, dass er sich zum Frühstück schon eine Suppe mitnehmen wird. Mal gucken. Vielleicht mache ich doch noch mehr Wasser und 2. Dose. Ja, und wie immer habe ich hier jetzt eine Pfanne. Und da gebe ich jetzt ein bisschen Öl rein. So, in die Pfanne habe ich jetzt Öl gegeben. Und ich schneide jetzt ganz schnell die Zwiebel. Die Pfanne mache ich jetzt schon mal an. Und jetzt gebe ich die Zwiebel einfach mal in die Pfanne rein. Damit mir die Augen nicht tränen, habe ich jetzt erstmal das Brett und das Messer abgespült. So, jetzt schneide ich genau wie wir bei den meisten Suppen die Möhren, dass das nicht gerieben werden kann, weil es so, ja, sonst meine Finger drauf gehen. Schneide ich einfach mal ganz klein. Und wenn jemand fragt, warum ich das mache, warum reibe ich für jede Suppe die Möhren? Oder schneide sie so klein. Ja, weil meine Kinder, also ein Teil davon, keine gekochten Möhren mag.
Also so große Stücke. Wenn die so klein sind, dass man die nicht so wirklich merkt, wie eine, in einer Suppe oder so, ne, das stört sie dann nicht. Aber wenn ich jetzt einfach mal solche Ringe, ne, reinpacken würde oder was noch Größeres, so Stücke, würden die das rauspulen. So, und den Knoblauch, den reibe ich genau. So, die Zwiebeln, die sind schon leicht gebräunt. Genau so richtig. Und jetzt gebe ich die Möhren und den Knoblauch dazu. Und in die Suppe gebe ich erstmal zwei Stück, habe ich hier. Ich gucke, ob ich noch mehr habe. Ich muss es unbedingt nachkaufen. Ich glaube, ich habe keine mehr. Von diesem Bouillon pur, das wird aber nicht reichen an Würze. Ich werde gucken, was ich noch finde. Ich habe doch noch welche gefunden. So, in die Pfanne gebe ich jetzt noch Tomatenmark. So 2 Esslöffel. Und Wasser. Und jetzt reduziere ich mal die Hitze. Mache Deckel drauf und lasse das Ganze erstmal ein bisschen schmoren. Ja, viel zu tun ist eigentlich nicht mehr. Ich schneide jetzt einfach nur noch die Bohnen klein, weil ich solche Riesendinger da jetzt in der Suppe nicht mag. Schneide ich die erstmal so in 1 cm ungefähr große Stückchen. So, die Kartoffeln kochen schon. Man sieht das blubbern. Also gebe ich jetzt die Bohnen rein. Die grünen Bohnen, die brauchen nämlich doch ein bisschen Zeit, bis sie durch sind. Die weißen kommen zum Schluss. Genauso wie die Würstchen, die kommen als letztes rein. Ja, und jetzt kommt auch der Inhalt der Pfanne mit dazu. So sieht das jetzt aus. Und ich lasse das Ganze jetzt erstmal blubbern und gehe in den Garten und hole ein paar Kräuter, glaube ich. Ich gucke, was da überhaupt noch da ist, was die Schnecken nicht gefressen haben. Ja, und da es Nachmittag ist, habe ich natürlich noch einiges zu tun. Ja, mal sehen, was genau. Okay, dann lasse ich das erstmal blubbern. So, ihr Lieben, die Suppe blubbert vor sich hin, ist fast durch, aber noch nicht ganz, also die Kartoffeln. Ich habe jetzt hier schon die Bohnen aus der Dose raus in ein Sieb gegeben, damit sie abtropfen. Und Würstchen geschnitten, aber da sind nicht genug. Ich werde gleich, wenn ich mit Raphael zum Training bin, zwischendurch einkaufen gehen und ein paar Gläser noch holen. Und auf jeden Fall muss ich die Suppe jetzt erstmal würzen und ich gebe ein bisschen Salz rein. Pfeffer. Dann Bohnenkraut, von der auch nicht mehr viel ist. So, alle. Ein bisschen Dill. Und ein paar Lorbeerblätter. Und jetzt lasse ich das Ganze noch, denke mal, 5 Minuten kochen und dann kommt der Rest rein.
So, ihr Lieben, die Suppe ist fast fertig. Ich mache die jetzt schon auch aus. Und jetzt gebe ich die Bohnen. Also die sind ja aus der Dose, da ist auch deswegen schon ein bisschen auch Suppengrün dabei. Also gebe ich jetzt erstmal die Bohnen rein. Ach ja, übrigens, Isabel geht heute nicht zum Training. Das heißt, ich habe jetzt doch noch ein paar Minuten mehr Zeit, bis ich mit Raffi los muss, weil sie Dienstag umgeknickt ist und leider immer noch Schmerzen hat. Aber es ist schon besser geworden, sodass ich denke, erstmal vielleicht nicht zum Arzt. Ich warte das Wochenende ab. Ja, es sind jetzt zwei Dosen gewesen, weil es doch mehr geworden ist an Suppe. Aber ich glaube, ich packe jetzt nicht alles rein, sonst wird das doch zu viel. Ja, und jetzt nur noch die Würstchen. Und nachher bringe ich noch mehr Würstchen und packe noch ein paar dazu. Aber das sieht doch schon mal sehr lecker aus. So, in ein paar Minuten geht es dann los. Ja, den Deckel muss ich noch drauf machen, genau. Und wenn ich wieder da bin, dann zeige ich euch, wie die Suppe auf dem Teller ausschaut. Und wie spät ist das jetzt? 10:50 Uhr. Ja gut, ungefähr 40 Minuten habe ich jetzt noch. Also wird jetzt Haushalt erstmal erledigt ein bisschen noch. Ja, ich war gerade bei Aldi. Jetzt zeige ich euch einfach mal wieder aus dem Kofferraum, was ich eingekauft habe. Ich will demnächst Tiramisu machen, also habe ich jetzt diese Löffelbiskuits gekauft. Dann für meine Mama, also für ihren Mann auf jeden Fall, habe ich ihr letzte Woche das gezeigt, was ich für Christian gekauft habe, ne, diesen Thermobehälter. Und ja, sie hat gesagt, sie möchte so eine für Jürgen haben. Also habe ich jetzt gekauft. Dann sind mitgekommen für Raffi jetzt gleich die kleine Laugenecke und für mich, die beiß ich gleich auch, so eine Stange. Dann haben wir Toast, noch mehr Gebäck, also Süßkram für meine Süßschnäbel zu Hause. Jack isst gerne das vor dem Fernseher abends. Dann habe ich vier Stück von diesen Flaschen insgesamt gekauft. Drei mit 7% und eine mit 15%, glaube ich. Genau. Da, die ist mit 15% Fett. Möhren. Dann habe ich vor, für Samstagmorgen vorkochen, Puttengulasch, denke ich mal. Nehme ich zwei Packungen habe ich jetzt mitgenommen. Einmal Dinkelbrot. Am Wochenende backe ich dann selber, aber jetzt habe ich erstmal gekauft. Würstchen. Hier sind so süße wie Milchbrötchen, ne? So Knoten. Ein bisschen Aufschnitt und ein bisschen Käse für mich, fettarmeren. Ja, die erklären sich von alleine. Zwei Tuben Tomatenmark. Einmal Geflügelleberwurst. Und Butter. Einmal ungesalzen und fein gesalzen. So, das ist, ach nein, noch nicht alles. Und zwei Tomaten. Das ist das Erste. Und dann habe ich noch hier, da, eine ganze Palette Milch. Einmal Netzomix im Angebot und dann Snacks wurden bestellt. Einmal die Schokochips, dann die White Flakes, Schokoreis und die hier. Genau. Ja, das war's denn. Wir sehen uns dann zu Hause, wenn es heißt, Essen ist fertig.
Und so sieht es aus. Ein paar Würstchen zu wenig, aber naja, ich schnippel nachher noch welche rein. So, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, was ich sehr hoffe, dann wie immer Daumen hoch. Der Rest der Familie hat schon gegessen, nur Rafi und ich nicht. Wir sind ja vor kurzem erst wieder nach Hause gekommen. Also werden wir beiden jetzt noch was essen. Und dann ist für heute auch Feierabend. Was ich morgen genau mache, habe ich so einen kleinen Plan schon. Mal sehen. Also auf jeden Fall, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.